Ja Leute, was geht ab? Ist aber auch noch, ihr wisst Bescheid. Und zwar heute mal eine andere Art von Video. Und zwar ein Vlog. Yalla, bismillah. Und zwar, meine Familie, jetzt gerade bin ich zwar bei meinen Eltern, aber nur als kleinen Zwischenstopp. Übrigens, folgt mir auf Instagram, weil da seht ihr das Ganze immer live. Und jetzt fahren wir... ihr werdet es sehen. Yalla, bismillah. Und aus Prinzip, weil jedes Instagram-Influencerin das macht... This is my outfit for today. Oh my god, yeah. Natürlich war es wichtig, dass ich erstmal im Zug bin und yallah, genießen wir erstmal diese Fahrt über ganz Deutschland, diese geile Landschaft. Aber irgendwann musste ich mir auch nur denken, so... Ganz genau. Auf jeden Fall musste ich einmal umsteigen, um dann in den TGV reinzugehen und schaut euch mal das Wetter in Frankreich an. Das ist Jinnah hier. Guck mal, guck mal, guck da hinten diese Wolke. Wie hübsch. Ich konnte einfach nicht genug davon kriegen. So, irgendwie musste ich ja 5 Minuten hier voll machen. Deswegen erstmal diese wunderschöne Sicht. Ich wollte im Zug bleiben. Ich wollte die gleiche Strecke die ganze Zeit fahren. Wofür so viel aussteigen? Dies, das, Ananas. Franza ist nicht so wichtig. Mohim, diese schönen Wolken. Habt ihr gerade diesen Fußballplatz gesehen? Auf jeden Fall bin ich dann in Straßburg angekommen. Mein Freund hat mich abgeholt und ein bisschen komisch gefahren. Richtig geiler Store. Hier seht euch diese Schokolade an. Welken Schwie, haram diese Preise. Guck mal hier, diese geilen Boxen und so. Guck. Mit der Notmarsch. 212 Euro, wofür? Für diese Box da. 200 sind 2000 Dirham, damit kann ich 3 Jahre in Marokko leben. Aber die hatten dieses schöne Bild immerhin. Ewa, und ich habe zwar meinen Führerschein, aber ich wollte auch ein bisschen Motorrad fahren. Bin dreimal fast umgekippt, Welken. Die Location war ganz schön schön. Ich meine, guckt euch mal an hier. Da mitten im Wald, du kannst schreien, niemand hört dich. Auf jeden Fall sind wir dann an dem Abend da nach Straßburg gefahren, hier wieder ein bisschen komisch gefahren. Richtig viele Kathedralen, richtig, richtig schön da die Stadt. Aber ja, es war so dunkel, man hat fast gar nichts gesehen. Hier, guckt euch mal diese Qualität an. Aber am nächsten Tag hatten wir dann wieder so eine schöne Aussicht. Der weiß auf jeden Fall, wo der hinfährt. Und dann zeigt er mir so ein kleines Häuschen. Ich dachte, der will mich da vergraben oder so. Ich hatte richtig Angst in dem Moment. Mitten im Wald, niemand hört uns. Auf einmal dachte der sich, yo, ich pack dir mal in den Wald und geh mit dem Wandern. Hier motivierter Ibrahim nach 2 Metern. Und auf einmal sehe ich hier diesen Turm. Und denk mir da oben hin, yallah, okay, aber es hat sich gelohnt. Guckt euch das mal an und TikTok muss ich nie wieder mehr Rückzieher zu diskutieren. Noch einmal machst du das nicht mit mir. Ruf mich nicht an mitten in der Nacht, um mir zu sagen, du möchtest mich nicht verlieren. Du weißt genau, was du sagen musst, um mich zu fühlen. Deshalb vermeide ich es mit dir, um uns zu reden. Dein tut mir leid, bringt nichts, wenn du dich wieder holst. Denn nach jedem Streit lässt du mich. Oder Milano, ne? Ich bin sogar bis nach oben gegangen, also antworte mal, Amerika, was ist los mit dir? Auf jeden Fall mussten wir dann runtergehen und es sah erstmal nicht so schlimm aus, weil ich, das Ding ist steiler als der Mount Everest. Ich meine, und auf einmal wurde es dunkel, so aus dem Licht, keine Ahnung, der Licht ging auf einmal weg, aber alhamdulillah bin ich dann angekommen und irgendwie habe ich es überlebt. Und dann sind wir an dem gleichen Tag nochmal zurückgefahren und irgendwie wollte er mir so eine Feuerwehrstation zeigen und die hat er mir auch gezeigt, war ganz nice, aber dann dachte ich mir irgendwann, okay, alle. Komm, zurück. Reicht doch langsam, oder? Sind wir dann zurückgefahren auf der Autobahn da. Bisschen Stau, dies, das, nach Straßburg. Von da aus fahre ich jetzt zurück. Aber erstmal müssen wir zum Bahnhof ankommen. Hat nicht lange gedauert. Dies, das, Ananas. Ab geht's im Zug. Ein bisschen hier diese neue Serie da angeguckt. War ganz witzig mit diesem geilen Wetter. Kann man sich nicht beschweren. Einmal noch umsteigen in Karlsruhe und dann geht's nach Boon. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat, aber jetzt mal ehrlich hier, bitteschön. Yalla, ciao!